Herzlich willkommen zurück hier beim Nachtanbruch über unserem neuen Wohngebiet, was noch keine Wasserversorgung hat, wie mir gerade auffällt. Haha, clever, ich habe hier ein neues Wohngebiet ausgewiesen und habe gar keine Leitung gelegt. Verdammt. Das holen wir dann jetzt mal eben ganz schnell nach, legen hier einmal neue Wasserrohre drunter. Wir hatten beim letzten Mal hier schon angefangen, das Wohngebiet zu bauen und auch schon zum Teil die Besiedlung freizugeben. Aber das habe ich anscheinend vergessen, hier das weiter zu bauen. Das ist ein bisschen blöd. Hier kann ich ruhig, glaube ich, neue Leitungen legen, komplett, weil hier kommt ja noch mehr Wohngebiet hin, über kurz oder lang. Können wir die Rohre direkt von hier hinten, glaube ich, ziehen. Das spart uns dann beim nächsten Mal ein bisschen Zeit. So, komm schon. So, bis da. Ist immer ein bisschen nervig hier mit den Wasserrohren, die so zu legen, dass sie sich nicht überlappen. Da wären Hilfslinien wirklich ganz praktisch, dass man sehen kann, ob das jetzt funktioniert, ob das passt oder ob der Abstand zu groß, zu klein ist oder wie auch immer. Aber das gibt es ja leider anscheinend nicht. Das ist ein bisschen doof, aber müssen wir halt jetzt mit klarkommen. Das ist ein bisschen groß, der Abstand. Ich meine, hier unten jetzt zum Beispiel, wenn man dann diese Linien hier hat, das, was man jetzt hier so mit dem Radius selbst macht, dass man da vielleicht so eine kleine Möglichkeit hätte, eine kleine Info, wie weit der Abstand sein muss, damit man die Rohre effizient übereinander legen kann. Aber wie gesagt, haben wir im Moment nicht. Müssen wir ohne Chlor kommen. Das können wir mal bis zum Ende der Map ruhig so hier rüberziehen. Dann haben wir hier nämlich auch das komplette Rohr. Das ist zu weit weg. Das heißt, wir müssen so nach da. Ja, das müsste hinkommen. Leicht überlappend, ist ja nicht schlimm. Haben wir jetzt erstmal hier oben auch Wasserabdeckung. Strom müsste ja eigentlich da sein. Obwohl, nicht wirklich. Da könnten wir, glaube ich, ruhig auch mal hier so einen Strommasten hinstellen und das dann mal nach hier oben ziehen. So, bis da. Dann können wir von da einmal da reinspringen. Na? So, nach da. Haben wir da einen Stromanschluss und da könnten wir auch einen hinmachen. So. Da haben wir eine Leitung, das heißt, wir können einmal darüber springen. Nach da und nach da. Und da müssten wir Strom genug da oben haben, den Rest müssten die Häuser unter sich verteilen können. Große Kleinstadt, na also, wir kriegen mehr Einwohner. So langsam aber sicher wird's doch. Jetzt können wir auch endlich groß... Oh, jetzt haben wir im Moment gar keinen Wohngebietsbedarf mehr. Das heißt, wir lassen das jetzt erstmal so stehen noch. Jetzt können wir auch endlich Bürogebäude und dicht besiedelte Wohngebiete bauen. Das mit den dicht besiedelten könnten wir gleich mal hier außen so langlegen. Eigentlich im Moment erstmal. Wie sieht's denn aus? Wasser haben wir genug? Ja, Müll sieht noch ganz gut aus, außer dass die Polizei voll ist. Nee, das Busdepot. Das Busdepot hat so viel Müll. Okay. Ist natürlich nicht so schön. Die Gesundheitsversorgung sieht ganz gut aus, bis auf die hier unten. Warum? Warum haben die keine Gesundheitsversorgung? Verstehe ich das jetzt? Warum verstehe ich das jetzt nicht? Wo haben wir denn hier ein Krankenhaus? Das kann doch hier locker auf die Autobahn drauf und hier vorne runter. Das kann doch da... Die haben doch perfekte Anbindung. Warum sind die alle krank? Ich glaube, ich werde mal ein Exempel gegen das Nichtwaschen hier statuieren. Einfach mal alle abreißen. So. Unsere Leute sind gesund. Und du, geh weg. Es müsste an der Müllhalde liegen, vermutlich, denke ich mal, aber ist ja erstmal auch egal. Die sind jetzt erstmal weg. Wie sieht es denn da aus mit der Bodenverschmutzung? Könnten wir uns hier mal angucken. Bodenverschmutzung hier vor. Ja, genau. Das wird wahrscheinlich das Problem sein, dass hier die Bodenverschmutzung so hoch ist, dass die Leute da sofort krank werden. Das heißt, wir werden mal einmal. Das ist nämlich noch gefleckt. Ich dachte es mir, das Wohngebiet hier vorne rausnehmen. Das gibt es jetzt hier nicht mehr. Da wohnt jetzt keiner mehr. Dafür ist der Boden da zu dreckig. Das ist ein bisschen blöd. Wir haben immer noch ein Leichenproblem, oder schon wieder ein Leichenproblem, so wie es aussieht. Wir könnten hier hinten einen zweiten Friedhof wahrscheinlich gebrauchen. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Kann man den hier irgendwo natürlich nicht. Aber da ging. Dann bauen wir den da mal hin. Wir haben zwar noch Kapazität. Ne, wir haben sogar zu wenig Kapazität, so wie es. Achso, Krematorien. Ja, dass wir keine Krematorien haben, ist klar. Friedhofsauslastung ist noch okay. Aber das sollte jetzt hier erstmal die ganzen Leichen aus den Häusern holen. Das, der zweite Friedhof, das Bestattungsinstitut, wollte ich sagen. Das sollte funktionieren. Das sollte hoffentlich jetzt alles einsammeln. So. So,
was brauchen wir denn als nächstes? Wir bräuchten wahrscheinlich mal ein paar Gewerbegebiete, ja, genau. Und vielleicht auch mal ein paar Bürogebiete, aber im Moment sieht es noch ziemlich mau aus. Das ist noch nicht wirklich viel, geringe Nachfrage. Aber einmal hier oben unsere Industrie, alles was hier niedergebrannt ist, warum auch immer hier alles niedergebrannt ist, wahrscheinlich kurzzeitig, weil hier kein Strom war. Da ist hier wahrscheinlich sofort alles abgebrannt. Tja, Holzindustrie brennt halt super. So, das ist mal immer weg. Den blöden Baum habe ich jetzt zwar abgerissen, den wollte ich zwar gar nicht, aber egal. Das Ding steht leer, das kann dann auch weg, das auch, das auch. Haben wir sonst noch was? Da ist noch was leer. Da standen ein paar Bäume leer, also das geht nicht. Hier auch, hier stehen Bäume leer. Aber, das war's. Da ist auch noch ein leeres Baumhaus. So. Dann können sich hier oben nämlich wieder neue ansiedeln. Wie sieht's denn hier mit unserer... Wir hatten noch so eine Karte, das war das Naturstoffe. Wo haben wir denn hier fruchtbares Land zum Beispiel? Genau unter unserem Wohngebiet, das ist natürlich praktisch. Es ist ein bisschen blöd. Dann könnten... Ja, eigentlich könnten wir das ja mal machen, auch wenn ich das eigentlich hier nicht im Stadtkern haben wollte. Aber wir könnten mal versuchen, was dabei rauskommt, wenn wir hier oben... entweder hier wirklich oder in dem Teil zumindest versuchen, Landwirtschaft zu etablieren. Das hatte ich, glaube ich, schon mal nachgeguckt. Aber mal gucken. Weil das sollte ja keine Bodenverschmutzung eigentlich verursachen. Mal gucken, ob das funktioniert. Das käme dann auf einen Versuch an. Wir kriegen auf jeden Fall Holz. Das funktioniert. Wir verwenden aber weniger, als wir verfügbar haben. Das ist ja nicht das Problem. So. Da ist schon wieder ein Müllproblem. Immer noch bei der Polizei. Geht doch mal bitte einer bei der Polizei den Müll abholen. Das gibt's doch nicht. Hohe Kriminalität. Ach, im Busdepot. Ach, ich wollte schon sagen, das wäre die Polizei. Ja, dann geht doch bitte mal den Müll da abholen. Was ist denn los mit euch? Wofür haben wir denn hier Mülldeponien? Apropos Mülldeponien, wir können noch... Doch, jetzt können wir. Dann bauen wir jetzt mal ganz schnell ein paar Müllverbrenner hier hin, damit wir endlich unser Müllproblem in den Griff kriegen. Das ist ja schrecklich. So, wir brauchen viele davon, am Anfang zumindest. So, jetzt baust doch... Was soll denn das? Was ist denn da? Ach, da ist so eine blöde Bauzelle. Was ein Schwachsinn, ey. So. Ja, ihr habt kein Wasser. Wofür braucht ihr Wasser? Und weg damit. Dann ziehen wir mal hier ein Wasserrohr drunter, damit die glücklich sind, damit sie arbeiten können. Und einen Anschluss ins Stromnetz hätte ich gerne dafür. Einen direkten Anschluss. Die hängen jetzt direkt am Stromnetz. Und jetzt sorgt bitte dafür, dass unser Müll hier wegkommt. Das wäre sehr traumhaft. Das heißt, wir werden die wir haben, jetzt erstmal, glaube ich, auf leeren Stellen schon mal. Gebäude leeren. Damit sollen die beiden erstmal leer werden, weil da ist noch nicht so viel drauf. Das sind gerade mal 35% und 37%. Das sollte relativ schnell gehen. Das sollten unsere Müllverbrenner hoffentlich ziemlich zügig schaffen. Da mal noch so eine Straße raus. Wobei, so weit muss die gar nicht gehen. Die soll hier nur so ein Stückchen rausgucken und dann... Na, ich will doch einfach nur eine gerade Straße. So. So müsste das passen eigentlich. Mache ich das hier so und in die andere Richtung genauso. Dann könnten wir da nämlich noch zusätzlich, auch wenn das Geld kostet, ich weiß, ein paar weitere... Verbrennungsanlagen hinstellen, einfach damit unser Müllproblem sich schneller löst. So, sollte funktionieren. Die Kreuzung, die wir hier haben, brauchen wir im Moment noch nicht, das heißt, das kann weg. Wieso fahren jetzt hier die ganzen Müllwagen hin und her? Das ist, die sollen... Achso, die befüllen... Ja klar, die befüllen jetzt erstmal unsere ganzen Müllverbrenner. Müllreserven, ist klar. Schon bei 25%, das geht ja schnell. Das ist sehr schön. Sollen sie erstmal die ganzen Müllhalden leer machen, das macht nichts. Oh, wir sind aber kräftig im Minus und wir brauchen mehr Wohngebiete. Ja gut, Wohngebiete, das kriegen wir hin. Da haben wir ja noch ein bisschen Platz hier unten. Und wir wollten ja auch noch ein paar der hohen Dichteklasse hier unten hinbauen. Das können wir dann ja mal eben tun. Da können wir die hier direkt... Ich sehe das gar nicht gerade so wirklich, es ist so dunkel. Ich meine, es ist ja dunkelgrün, ist ja schön und gut. Aber das war gerade so dunkel, dass ich es nicht mal gesehen habe, dass ich da was marke. So...
haben wir hier oben hohe Dichteklasse im Außenbereich und dann können wir hier drinnen nochmal ein paar normale Wohngebiete ausweisen. Die Karte bitte einmal mit der Fruchtbarkeit. Ja, wenn, dann müssten wir das hier machen mit dem fruchtbaren Land. Ich muss da mal mir was überlegen. Das heißt, wir könnten einmal außenrum ruhig mit der hohen Dichte weitermachen. Die können wir ja erstmal hier hinstellen. So, hier hoch, komplett. Einmal ganz außenrum. Können wir hier hinten so ein, dichtes Viertel hinmachen. Teuer ist das wahrscheinlich eher nicht wirklich. Dann haben wir auch erstmal unseren Bedarf an Wohngebieten ausgewiesen komplett. Und dann sollte eigentlich alles erstmal funktionieren. So, bis hier oben, das haben wir jetzt erstmal, das reicht glaube ich auch. Wir brauchen immer noch mehr Commercials, aber jetzt im Moment brauchen wir erstmal Geld. Das heißt, wir sollten uns erstmal darum kümmern, dass hier mehr Wohngebiete verfügbar sind. Wie sieht es jetzt mit Wasser und Strom aus? Wasser ist noch gut. Strom ist super gut. Okay, klar, unsere Müllverbrenner, die produzieren ja kräftig Strom. Sollte also kein großes Problem mehr darstellen. Sehr gut, sehr gut. Ist der Stadtstatus doch gar nicht so schlecht im Moment. Wir kriegen gut Zuzug, das heißt auch unsere Bilanz sollte gleich wieder besser werden. Nachdem wir hier so wunderschöne hohe Wohnbunker hinstellen. Kriminalität ist aber, glaube ich, im Moment ein kleines Problem. Da oben auch so ein bisschen. Was gibt es denn bei einer Holzindustrie für eine Kriminalität? Verarbeiten die Menschen oder was? Ich weiß ja nicht. Ich glaube, wir sollten mal tatsächlich ein Polizeirevier hier hinstellen irgendwo. Wo können wir das denn mal hinstellen? Können wir das an die Hauptstraße hier drüben stellen? Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, ne? Da so? Ja, das sollte eine relativ gute Abdeckung haben. Das ist okay. Bauen wir mal so ins Wohngebiet. Das sollte die Kriminalität hier hoffentlich bekämpfen. Und das ist groß. Es kostet zwar auch viel Geld, aber es sollte dafür sorgen, dass wir hier vernünftig unsere Bevölkerung wieder in die richtigen Bahnen lenken können, ohne dass wir hier Probleme kriegen. Und die Straße wird wirklich so gut wie gar nicht benutzt. Das heißt, die werde ich jetzt auch mal einstampfen. Im Moment brauchen wir die halt nicht. Später brauchen wir die vielleicht nochmal, aber jetzt im Moment ist sie absoluter Quatsch. Wir brauchen sie gar nicht, benutzen sie nicht. Das heißt, wir könnten da lieber einmal auf den Boden zurückkommen. Gefälle zu steil, ist klar. Ach so, ist das falsche Tool, würde ich schon sagen. So. Gefälle zu steil, bis dahin. Und dann schließen wir uns, na, da an. Die Abfahrt ist also da, man kann die Straße benutzen, aber sie ist nicht mehr so hier über den Kreisverkehr gezogen, wie es vorher war, das brauchen wir nicht. Das sollte so reichen. Sieht ganz passabel aus. Ja, doch. Das müsste man so lassen können. Das sollte kein Problem sein, alles. Das ist schön. Gut, was machen wir als nächstes? Hier unten ist immer noch ein kleines Feuerproblem, so wie es aussieht. Aber das haben wir immer. Einrichtung leer. Das ist super. Dann könnten die auch anfangen, geleert zu werden. Geht das auch, wenn die zu sind? Können die da hinfahren und sich das holen, wenn die zu sind? Wahrscheinlich nicht. Müssen wir wahrscheinlich dafür wieder anmachen, damit die geleert werden. So, jetzt sind sie beide wieder an und beide auf leeren gestellt. Und die hier sind schon leer, das heißt, die können wir abreißen. So. Die beiden Mülldeponien sind leer, die Müllverbrenner tun ihr Bestes. Da haben sie zwei randvolle Müllhalden, die sie noch leer machen können. Da hinten haben wir auch noch eine. Die müssten wir eigentlich auch noch leeren. Kein Platz mehr, sag ich doch. Fahren die Müllfahrzeuge jetzt? Ja, die fahren. Die bringen ihren eigenen Müll weg. Das ist gut. Das ist sehr gut. Die können dann hier unten unsere Verbrennungsanlagen füttern. Das sollte laufen. Warum brennt hier alles? Feuerwehr. Warum ist die Brandgefahr denn hier immer noch so hoch? Ich verstehe es nicht. Warum? Da kann ich nirgendwo eine Feuerwehr so ohne weiteres hinbauen. Hier aber schon. Ach, hier kann ich die in den Hang bauen. Das ist ja cool. Machen wir das doch mal. Stellen wir da eine Feuerwehr in den Hang. Sollte hoffentlich die Brandgefahr im ganzen Viertel da ein bisschen senken. Naja, senken ja, aber sie ist immer noch verdammt hoch.
Boah, diese Armee von Müllwagen, das gibt's doch überhaupt nicht. Wo fahren die denn immer hin? Ach, die fahren da zu den Mülldeponien und holen den Müll ab. Ja, okay, das ist klar. Dann geht das ja wahrscheinlich auch ziemlich schnell, wenn die so schön alles abholen. Unsere Verbrenner machen das schon. Die kriegen das schon hin. Ganzen Müll einfach rausverbrennen. Wie sieht's denn aus mit der Luftverschmutzung? Haben wir sowas überhaupt? Luftverschmutzung gibt's hier, glaube ich, gar nicht so wirklich. Nö, es gibt nur Boden und Wasser. Na gut, der Boden, der ist jetzt hier nicht wirklich sauber. Das, naja, Issue, stimmt. Können wir denn jetzt eigentlich auch schon Kläranlagen bauen? Nee, ne? Nee, verdammt, Kläranlagen können wir immer noch nicht. So ein Mist, die hätte ich nämlich gerne, damit wir hier vorne die Gülle wegkriegen. Naja. Aber wir könnten jetzt Schulen... Oh, eine kleine Stadt. Wir sind eine kleine Stadt und können einen Staudamm bauen, der uns nichts bringt. Und einen Güter- und einen Personenbahnhof. Das ist sehr schön. So, was brauchen wir denn für hier die Universität? Außer wahrscheinlich einen Platz, wo sie hinstellen können, nicht sehr viel. Wo bauen wir die denn mal hin? Bauen wir die hier hinten rein, an die Straße, oder lieber hier vorne irgendwo? Ich glaube, die bauen wir lieber hier hinten in das neue, noch kommende Gebiet. Da ist sie ganz gut aufgehoben. Und vor allem steht sie hier etwas außerhalb der Karte an einer Hauptstraße eigentlich wahrscheinlich ganz gut. Das müsste laufen. Und die Reichweite davon ist ziemlich groß, auch wenn sie bis da hinten anscheinend nicht reicht. Aber, ah, sie hat keinen Strom. Woher kriegen wir Strom? Hier hinten in der Mitte der Autobahn haben wir doch eine Leitung. So, ziehen wir das mal hier so runter. Müssen wir da einmal raus und dann laufen wir am besten mal ziemlich schnurgerade hier so lang und dahin, dann sollte es funktionieren. Los, knüpf dich an. Knüpper dich an da. So, los, Stromnetz, hallo. Anscheinend reicht das nicht. Ich muss tatsächlich hier einmal rüberspringen. Machen wir das so und nach da. Du hast Strom. Hör auf zu meckern. Jetzt fehlt dir nur noch Wasser. So, das ist okay. Wasser kann so ruhig meckern. Das macht nichts. Da kriegt sie jetzt auch was. Dann hat sie jetzt auch ein Wasserrohr. Und dann sollte diese Universität jetzt laufen und Studenten sammeln. Das studieren schon Leute, obwohl noch gar kein Strom und kein Wasser angeschlossen sind. Das ist natürlich auch toll. Allgemein, wie sieht es denn aus mit unserer Bildung? Haben wir denn noch genug Kapazitäten? Naja, die Oberschulen sind ein bisschen unterversorgt. Das heißt, ich werde hier hinten irgendwo mal eine hinbauen müssen. Wir haben im Moment eh keinen so hohen Wohngebietsbedarf. Das heißt, ich werde mal die hier so hinstellen. Kostet uns einiges am Wohngebiet, keine Frage, aber ich hoffe mal, dass das hier gerade wichtiger ist als Wohngebiet. Wasser und Strom sind da. Wie sieht's aus mit Kapazität? Müssen wir jetzt wieder genug haben, ne? Ja, haben wir auch. Wir sind nur noch zu 27% umgebildet. Toll. Es wird besser, es wird besser. Wenn auch langsam. Commercials müssten wir immer noch ausbauen, aber ich habe keine Lust. Ich will gerade keine Commercials ausbauen. Außerdem weiß ich nicht genau, wo ich sie hin ausbauen soll. Aber wir könnten unsere Karte jetzt wieder erweitern. Wohin würden wir denn dann am besten gehen? Eigentlich logischerweise, glaube ich, in diese Richtung. Das sollten wir uns aber lieber bei Tag angucken, wenn wir auch sehen, wo alle anderen Sachen sind, weil jetzt ist die Karte einfach schwarz. Das ist ein bisschen doof. Hier oben brennt immer noch alles nieder. Ich will da jetzt aber nicht so unwirklich gerne noch eine Feuerwehr hinstellen, wenn ich gerade unsere Bilanzen so sehe. Da ist das, glaube ich, keine so gute Idee. Die Abdeckung ist echt schlecht von dem Ding. So, das könnte ich machen. Das würde auch relativ viel Abdeckung bringen, aber das will ich eigentlich gerade so gar nicht. Da steht ein einsamer Strommast oder was? Ach nee, das war die Versorgung hier fürs Gebiet, aber irgendwie habe ich die ja mit der Autobahn gekillt. Das heißt, ich kann das hier eigentlich auch abreißen. Na, ach, das lässt sich so scheiße markieren. 2000 im Minus. Warum? Wir hatten doch gerade so ein schönes Plus. Wo kam das denn jetzt wieder her? Wahrscheinlich, weil wir die Infrastruktur ausgebaut haben. Das frisst natürlich einiges.
Was machen wir als nächstes? Es ist natürlich wieder dunkel, klar, da sieht man wieder nichts. Das ist unser einziges Commercial, was wir hier haben. Das ist ein bisschen mickrig, das gebe ich ja zu. Da müssten wir dann in der nächsten Folge, glaube ich, mal hier noch so ein, zwei Straßen dran machen in dem Bereich hier vorne, dass wir die Commercials ein bisschen noch ausbauen. Dann haben wir hier so ein Shopping-Teil mitten in unserer eigentlich normalen Bevölkerungszone. Und dann müsste das funktionieren. Denke ich mal. Ah, doch, das müsste gehen. Wenn wir die Commercials hier so rausziehen in Richtung Autobahn und können dann von der Autobahn direkt die Leute da reinjagen, dann müsste das funktionieren. Kreuzung und Verkehr ist mir gerade scheißegal. Wir könnten auch nochmal, was ich gerade noch sehe, bevor ich den Cut mache, einmal hier außen ein paar Bürogebäude hinpflanzen. Vielleicht bringt das ja auch ein bisschen was, wenn unsere Industrie ein bisschen besser verwaltet wird. Vielleicht kommen da ja tatsächlich welche hin. So mit Meerblick, vielleicht gar nicht mal schlecht. Und, ja, das war's schon wieder. Hauptsächlich das größte Problem, was wir besiegt haben im Moment, denke ich mal, ist hier der jetzt gerade nicht so schön aussehende Müll, den wir hier haben, die Müllentsorgung. Unsere Deponien leeren sich oder sind schon leer, müssen wir gleich mal gucken. Und ja, das war's. Deswegen mache ich hier drüber jetzt auch mal den Cut über der leicht siffigen alten Müllindustrie. Ich hoffe mal, dass das in der nächsten Zeit dann besser wird, dass wir hier nicht mehr so viel Verschmutzung haben. Und naja, wir werden sehen, wir werden es irgendwie hinkriegen. Ich bin auf jeden Fall erstmal wieder raus. Wir sehen uns morgen. Ciao, ciao.